Was ist Konstellation? Und wer ist Konstellation? Bist du's? Bist du's? Bin ich es? Sind wir es? Yeah. Konstellation, Grundschule Stiftung 2013 sind eröffnet, 24 Stunden von Herzen für Herzen. Den Startschuss, den gab in diesem Jahr das Projekt Tour de Stiftung. Eine Benefizaktion zugunsten der Hermann-Schäfer-Stiftung. 24 Stunden lang wollen die Härtener dafür ihre Runden drehen. Joggen, gehen, Huckepack, Rollator, Rollstuhl, Hopsen oder Flickflack. Alles ist erlaubt. Ein Marathon für Kultur und für ein friedliches Zusammenleben in Härten. Und mitmachen ist hier unbedingt erwünscht. Immer das gleiche Bild, Müll bis zum Horizont. Er legte die Hände an den Mund und rief. Niemand antwortete. Wir bemalen heute zusammen mit Kindern und anderen Interessierten ein paar Steine, die entweder die Kinder mit nach Hause nehmen können, wenn sie das möchten, oder dass wir das anschließend als Gesamtkunstwerk in Betonplatten gießen können, damit es ein bisschen Haltbarkeit für die nächsten Jahre hat. Abracadabra, schwarzer Kater. Es hat funktioniert. Wir sind geschützt. Was machst du? Ich lasse den Tuch verschwinden. Nee. Doch. Okay, zeig mal. Hüpf, paff, puff. Das Tuch ist verschwunden. Zum dritten Mal war die Härtener Innenstadt am Samstag, dem 8. Juni 2013, der Schauplatz des Konstellationenfestivals. Dieses etwas andere Kulturfestival ist ein Projekt zur Förderung der interkulturellen Stadtidentität. Wir für uns, so das Motto. Ziel ist es, dass die Härtener sich Zeit füreinander nehmen, Zeit für neue Konstellationen. Seit März treffen sich die Menschen und sind gemeinsam in 18 verschiedenen Projekten auf einer kreativen Entdeckungsreise unterwegs. Da gibt es die Projekte Die Mylologen, die Theatergruppe So oder So, die Motorradfahrer, die Schalzentänzer, das lebendige Hörbuch oder. Ketchupflasche. Und diese Ketchupflasche, hast du mir gesagt, würdest du heute gerne verschwinden lassen. Ist das richtig? Ja. Okay, dann zeig mal. Und die Ketchupflasche ist verschwunden. Einen riesen Applaus an Joanna und Sandra. Und dann gehen wir einmal rüber nach Tinte. Aufgepasst, und jetzt. Ich drehe mich um. Dies ist ein Interview, was ich nicht führen muss, sondern die beiden. Das Problem ist, dass keiner von uns das Thema kennt. Da wir auch heute die Etikette außer Acht lassen, darf der Kevin jetzt auch anfangen, von wegen Ladies First, das machen wir heute alles nicht. Also das ist Feminist, jetzt das Interview zum Thema, was keiner kennt. Ich finde sowieso, Sinnlosigkeit in der Kunst muss gefördert werden. Muss Kunst vielleicht sogar sinnlos sein? Absolut. Nicht in jedem Fall. Kunst sollte vielleicht auch, also in erster Linie, das Herz erfreuen. Und manchmal ist einfach eine Sinnlosigkeit viel erfreulicher als das ganze Sinnhaftige, was wir ja so im Allgemeinen in unserem Leben praktizieren.